Martin Rabanus für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Titel dieser Aktuellen Stunde lautet: Neutralitätsgebot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewahren, Kinder schützen. Dazu stelle ich fest: Erstens, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist parteipolitisch neutral. Zweitens, Kinder brauchen ganz sicher keinen Schutz vor dem Kika, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die zweite Bemerkung. Es ist schon ärgerlich, dass Sie uns hier mal wieder die Zeit stehlen. In einer Situation, in der der Bundestag wirklich Besseres zu tun hat. Wir haben alleine morgen 20 Stunden Sitzungszeit angesetzt. Und Sie schaffen es mal wieder, eine Aktuelle Stunde anzusetzen, nicht etwa über die wirklich entscheidenden Fragen der Medienpolitik, sondern um Ihre Befindlichkeiten. Das ist, Entschuldigung, jämmerlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber um das auch gleich von vornherein zu sagen, das ist Ihr gutes parlamentarisches Recht. Das will Ihnen hier auch niemand abschneiden. Sie können das machen. Sie können hier im Rahmen der parlamentarischen Ordnung auch alles sagen, was immer Sie mögen, egal wie unsinnig das sein mag. Und Sie sind auch in den Medien präsent, Sie sind in Talkshows, manchmal inflationär präsent. Alles das können Sie gerne machen. Sie sind weder der Stachel im Fleisch noch der Opfer eines Systems, das irgendwie böse ist. Sie sind, Entschuldigung, Heulsusen, Sie sind Schaumschläger, Sie sind Wichtigtuer und Sie gehen mir ehrlich gesagt ziemlich auf die Nerven. Aber schauen wir doch mal ein bisschen genauer hin, was eigentlich der streitgegenständliche Beitrag an Inhalt hatte. Da wird gesagt, Zitat, die Partei der AfD wird von allen anderen Parteien abgelehnt. Da wird weiter ausgeführt, ein Grund dafür, die AfD setzt sich für Dinge ein, mit denen andere Parteien nicht einverstanden sind. Zum Beispiel findet die AfD, dass zu viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland einwandern, und das ist schlecht für Deutschland. Das ist der Sache nach richtig, dass die AfD genau so denkt. Insofern weiß ich gar nicht, worüber Sie sich eigentlich aufregen. Gehen wir mal weiter. Da heißt es dann, da geht es dann weiter, Zitat, außerdem setzt sich die AfD auf besondere Art für ihre Ziele ein. Sie versucht, den Menschen zum Beispiel absichtlich Angst vor Flüchtlingen zu machen. Andere Parteien finden das nicht in Ordnung. Ja, sehr richtig. Ich stelle für die SPD fest, wir finden das, was sie machen, nicht in Ordnung. Und wenn ein Björn Höcke ausführt, dass durch den Geburtenrückgang sowie die Masseneinwanderung, das ist Zitat Björn Höcke, erstmals Deutschland in seiner Existenz elementar bedroht sei, dann sind das Aussagen von jemandem, den man öffentlich Faschist nennen darf und der das, man hat das am Wahlabend in Thüringen gesehen, auch nur mit einem lächelnden Nicken kommentiert. Das ist die Situation, in der wir sind. Wie geht es dann weiter in dem Beitrag? In der Tat geht es dann weiter mit einer Einlassung, dass es eben in der AfD auch Menschen gebe, die rechtsextrem denken. Sie finden zum Beispiel, Zitat, dass Menschen, die aus anderen Ländern stammen, in Deutschland nichts zu suchen haben und hassen Menschen mit anderen Hautfarben oder Religionen. Dass Rassisten so denken, ist ausgeführt. Die anderen Parteien finden solche Ansichten falsch. Und damit sie damit auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden, die anderen Parteien, wollen sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Da stelle ich wieder für die SPD fest, richtig, wir wollen auf keinen Fall mit solchem Gedankengut in Verbindung gebracht werden. Deswegen gibt es keine Zusammenarbeit mit ihnen. Das war im Juli sogar dem AfD-Bundesvorstand klar, der in einem Brandbrief von einer möglichen Unterwanderung der AfD durch Rechtsextreme geschrieben. Was ist denn damit mit dieser Erkenntnis aus dem Juli diesen Jahres? Wo ist das denn geblieben? Also, insofern verstehe ich das natürlich, dass Sie wieder versuchen, Popanz aufzubauen, aber es ist ganz einfach, in Zukunft solche Diskussionen zu vermeiden.
Sie haben den Schlüssel in der Hand. Sorgen Sie dafür, dass Rechtsextreme aus Ihren Reihen in Partei und Fraktion einfach verschwinden. Schmeißen Sie die raus, dann ist das Problem gelöst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber hören Sie auf, uns hier die Zeit zu stehlen, sondern machen Sie Ordnung in Ihrem eigenen Laden. Herzlichen Dank. Herr Hilse, ich verzichte darauf, mir jetzt den Vorabdruck dieser Debatte zu bringen zu lassen, fordere Sie aber auf, sich einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen beim weiteren Fortgang und bitte insgesamt alle genau zu prüfen, wie Sie sich in die Debatte einmischen. Natürlich fahren wir jetzt in der aktuellen